Oh komm, ey, das wird ein Multikill, Leute! Was? Das war so heftig! Gehst du mit Flugzeug auf Infanterie? Ja, ja, genau, immer. Jedes Video. Erstmal Abo da lassen. Ja, genau. So, ich spiele mit DT 29, mal gucken, ob es läuft. Du bist schon drin, ja, ich bin drin. Let's go! Könnt einfach rein hier. Wir legen auch gleich hier direkt los. Ich kann hier nicht. So, Leute von heute. Um was ja geht. Alles, was beide hat. DT 29. Der Schiffstübe. Nein! Er braucht einfach absolut 3 Jahre zum Nachladen. Kann ich dir ein FA schicken? Ich heiße auf YouTube Gamer 200. Nach der Runde würde ich dann gucken. Ob du aktiv bist, du überhaupt aktiv? Brauche ich da Apfel? Frage ich mal so. Nach der Runde kann ich mich drum kümmern. Skywalker ist da. Mein Name ist Jeff. Mein Name ist Jeff. Cool. 21. Warm up. Epic, ungelogen. Immer wenn ich gut in einer Runde bin, kriegst du die Aufnahme ab und starte neu. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts. Wie alt bist du eigentlich? Frag ich dir jetzt nicht so vor YouTube. Oh komm, ey, das wird ein Multikill, Leute! Was? Das war so heftig! Das war so heftig, dass es verzögert war. Ich hab dir wieder ein Herz gerissen. Oh mein Gott, bei dir auch so, dass du permanent oder dass du so 10 Minuten hast. Ich habe erstmal 2 Kills bekommen und danach kamen nochmal 4 Kills und danach kamen nochmal 3 Kills oder so. Irgendwie sowas. Da hast du absolut drauf. Mann, wer hat mein Turbolaser-Typ gemacht? Ich stand da fast schon drauf. Ich bin online, Leute, ich bin online. Ihr müsst das Spiel neu starten. Da musst du das Spiel neu starten. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Hab ich jetzt auch gemacht und bei mir geht. Ich starte es nochmal neu. Tja, ich gehe eigentlich mit Flugzeug auf Infanterie. Wahrscheinlich liegt es daran. Macht explosiv Schiss. Komm bitte. Oh mein Gott, der Mann. Oh, da ist noch einer drin. Dann gehe ich noch mal ganz kurz aus der Party raus und gehe wieder rein. 15-2 DT 29 Gameplay ist da. Oh, Scheiße. Den haben wir. Lang nicht mehr gehört. Komm zurück. Zur Party. Oh, nice, DT 29 ist doch gut, ey. Lädt nur lange nach. Was musst du einberechnen? Ich spawn instant tot. Und. Nee. Weißt du warum? Weißt du, ich spawn bei dir instant tot und du läufst einfach die ganze Zeit rum und. Ja, das fand ich ja auch mal so, wenn ich spawn. Hat da irgendwie gar keine Spawn-Protections, hast du die hier nicht drin? Hast du die Gegner? Die haben immer Spawn. Ja. Ist auch oft so, wenn ich jemanden, der im Brustknoll oder so abschießen will. Nein, Mann. Dann spawnt in der letzten Sekunde vor ihm noch sein Mate und blockt den Schuss, ja. Und wenn er Spawn-Protection hat, kill ich ihn damit nicht. Absolut, dann mit Explosivschuss spielt er. Fällt ja so ein Speeder sofort um nach einer Sekunde. Oh, hier ist ein Hero. Wo ist der? Hier ist Thermal Implorer für dich. Falls er ihn bekommt. Er ist natürlich wieder Skywalker. Wenn die irgendjemand nehmen, dann Skywalker. So, Skywalker. So oft hast du mich abgefuckt damals. Oh nein, er hat wirklich Fahrzeugschutz eingestellt. Da ist er ja schon. Hallo erstmal. Was ist los, Skywalker? Die Rache des Epics ist da. Ja, Mann, so oft hat er mich abgefuckt. So oft bin ich geraged mit Boss. Jetzt duckt mich das gar nicht mehr mit dem Drohnen Plus, aber. Da ist er. Komm her. Epic jetzt wieder Mucke anmachen? Nee. Ich bin einfach zu blöd. Keine Mucke. Heute keine Musik.
Jetzt kriegt Epic noch ein paar Strikes, wenn es wieder hochladen will. Ja, ich darf, ich ja, muss halt ein paar Videos jetzt machen. Die kann ich da nicht benutzen, wenn Musik ist. Twitch erlaubt vieles. Hallo. Aber YouTube ist da ein bisschen strenger. Ja. Kannst du auch im Nachhinein noch Musik rein tun. Was ist? Nein, er lädt noch nach. Scheiße, kam gar nicht rein. Das war's. RIP! DT 29 fail! So, Map hast du ja nicht gespielt. Endor, oder was? Das ist gerade Waldmond Endor. Endor. Oh, ich komm nicht in die Runde rein. Warum nicht? Yay! Ich weiß nicht. Boah, Leute. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal kurz in den 40er Modus, schieße ein paar Leute mit dem Flugzeug ab und dann kann ich bestimmt fahren. Okay. Okay. Da bin ich mir sicher. Klingt nach einem Plan. Das ist bei mir auch immer. Oder soll ich lieber ein paar Terminalbomben rumschmeißen? Terminalbomben, ja. Boba Fett ist da. Welchen Helden würdet ihr nehmen bei Waldmond Endor, wenn ihr nicht die DLCs hättet? Auf der Seite des Imperiums. Auf jeden Fall Darth Vader. Boba Fett ist der einzige Gute davon. Ja, ne? Vader würde auch noch gehen auf der Map, eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach ab. Also wenn du halt eine richtige Streak machst, ist halt Vader am Ende kack schlecht, weil am Ende kannst du halt nichts mehr mit Vader machen. Leute, das können wir jetzt mal Frage des Tages machen. Wen würdet ihr denn nehmen? Schreibt das mal in die Kommentare. Auf der Seite des Imperiums, wenn ihr nicht die DLCs habt, gar keine DLCs, kein Season Pass, nichts. Ihr habt nur Boba Fett, Vader und Imperator zur Auswahl. Ich kann immer noch nicht in die Runde rein. Jetzt darf man die Playstation durchstarten. Wir sehen uns, wir hören uns in so 2 Minuten ungefähr. Bis gleich. Hier kommt noch eine Sekunde rein. Ey Mann! Ghost Pro tötet mich. Er hat tatsächlich Ghost Pro mitgenommen. So sah aus. AT-ST Beast Gameplays. Okay, kannst du kurz ein paar Mails abfacken, wenn ich rein kann? So langsam ist das mit den Raumschiffen auf Infanterie gehen genug. Ja, Medus, heute hat ein anderer Star Wars YouTuber ein Video hochgeladen, wo er auf Infanterie gegangen ist aus der Luft und die Leute haben das trotzdem gefeiert und das haben viele wahrscheinlich, wenn sie das als Vorbild nehmen und das jetzt auch machen. Also, das wird jetzt veraced. Keine Ahnung, wie viele Aufrufe der bekommt durch sowas. Wie groß ist der? In meiner Reichweite ein bisschen mehr. Gutes, da weiß er schon, wer gemeint ist. Und ja, wenn sich das 1000 Leute anschauen, wovon ich ausgehe, sind 1000 Spieler vielleicht, na gut, nicht 1000 Spieler, manche spielen vielleicht das Spiel nicht, gucken nur YouTube-Videos, ziehen wir davon 300 ab, 700 Leute dabei, die sagen, cool, er hat 30, 40 Kills gemacht, dieser YouTuber, ich will auch so gut sein wie er, jetzt gehe ich auch auf Infanterie. Und der Typ ist sowieso ein Doppelmoral-Mensch, lebt er zwei Seiten und regt sich selber auf, wenn er getötet wird aus der Luft, und spielt selber aus der Luft auf jeden Fall, also richtiges Doppelleben, Doppelmoral-Leben, Doppelmoral-Leben. Hat zwei Leben. Oh Scheiße, Mann! Wie findest du eigentlich die DT-29? Ich finde die voll geil. Echt jetzt? Ja. Mit der gar nicht. Aber nur auf solchen Maps halt. Ne? Ich habe mir eben mal kurz, wenn sie neu gestartet hat, ganz gut. Habe ich mir eben mal kurz so eine richtig leckere Honigmelone gegönnt. Kannst du aufmachen? Ich muss noch mal kurz den Waffen aus der Küche holen. Du, wie sagst du? Kommentierst du alles? Aber auf, Junkie. Oh Scheiße, Mann, der Typ mit Explosivschuss und der A2AC, Mann. Absolut auf mich. Okay. Mach, Mann. Mein kleiner Bruder.
möchte den Apfel und ich möchte zum Mond fliegen. Ich will jetzt Hero Pickup, Mann, es geht so weit. Ein Wildwing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Er ist okay. Mach es aus. Ich nehme den Ausknopf mal. Ja, mach auf, kannst du einen Apfel essen, okay? Nein, das ist mein Apfel. Alle statt diese zu muten, man juckt es gar nicht. Jo, mich juckt's auch nicht. Ich mich auch jedes Mal. Was ist das denn, wie ich meinen kleinen Bruder disse, wenn ihr mir mal einen Apfel. Oh, scheiße. Oh mein Gott, wie viele Leute kommen. Ja, Boris meinte ich ja, ihr könnt gleich rein nach der Runde. Ihr müsst mir nur eine PlayStation-Anfrage schicken. Freundschaftsanfrage und euren PlayStation-Namen in den Chat schreiben. Leute, wenn ihr bei meinem YouTube-Kanal Flamesit vorbeischaut, findet ihr jede Menge Food-Unboxings, wo ich Früchte auspacke und ein Tutorial, wie man die Kerne aus einer Wassermelone rausnimmt. Und das drehe ich jetzt fast mit. Hallo meine lieben Freunde, die mal wieder von der leichten und fruchtigen Seite. Was macht ihr hier, Mann? Oh, Spaß. Und auf jeden Fall werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr eine Wassermelone. Machst du gerade ein Video? Ja, klar. Warte, da musst du die stumm schalten. Kannst du nicht ein Video im Video machen? Das schicke ich meiner Familie. Okay. Nein, Spaß, ich mach kein Video. Was machst du mit deinem Leben, Mann? Oh, aber mein Gott. Die Wassermelone liegt hier wirklich vor mir. Das Video wird so im Kern von der Erdbeere, Mann. Guck mal, ob ihr jetzt hört, wie ich jetzt eine Honigmelone esse. Okay. Wir sollten nicht darüber reden, über deine Melonen-Projekte. So, Leute, jetzt esse ich erstmal einen kleinen Honigmelonen-Stück. Ja, hab ihn gemutet, kenn ich gar nicht. Schön saftige Honigmelonen von Reden. Schöne Ruhe jetzt. Aua. Oh, er so piep, Supermarktkette. Komm her. Sorry, Epic, ich wollte keine unnötige Arbeit machen. Raketenwerfer. Aber solche leckeren Melonen gibt's einfach nur. Bitte hör auf, bitte hör auf. Hör bitte auf. Der Chat schreibt auch schon, hör bitte auf. Mit einem traurigen Smiley. YouTube würde sagen, komm, ist mir scheißegal. Ey, jetzt habe ich extra meine Play neu gestartet und ich kann einfach immer noch nicht in die Runde rein. Wer ist Erster? Was ist hier los? Wer hat auf mich geschossen? Ich. Kann irgendjemand checken? Oh, oh. Nein, so schnell! Ich will nicht so schnell sterben. Epic, Junge, fuck die doch einfach ab, Alter. Du kannst doch gleich zu Ende machen. Oh, Epic. Was denn? Ich sehe gerade mit Stream-Verzögerung, da kam einer mit der A280C ohne eine Hand, ohne Merkmal und der holt dich. Ja, ich wollte um die Ecke schnell, damit ich nachladen kann und die beiden holen kann, aber es ging so schnell wieder. Ja, ja. Dank mein Internet. Hier ist keiner. Ein bisschen Boxen muss auch sein. Geht zur Boxmeisterschaft hier bald. Zack. Epic Tyson. Epic Tyson ist wieder da. Komm da nach. Nicht von hinten. Rechtax. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Warum? Ich habe absolut auf seine Beine geschossen, aber irgendwie, okay. Das war meine Schuld. Ich bin gerade bei dir in der Killfeed. 1.4 FPS irgendwie. Steht einfach in der Killfeed so. Epic, Wassermelonentyp fragt dich, ob du ihn stumm geschaltet hast. Wassermelonentyp? Hat er nicht. Ich hab dich nicht stumm geschaltet. Wassermelonentyp. Der ist der Spitzname für irgendwie. Nennt sich, no, nennt sich morgen auf PlayStation Wassermelon-Typ. Ich glaube, ich ändere meinen Namen, glaube ich, um bei PSN auf Wassermelon-Typ.
alle schnell Account machen. Ja? Wie hochladen die meine Wassermelone empfängt? Das braucht die Welt. Keine Lust, ich muss meine Wassermelone essen. Nein! Dem Speeder! Er fährt weg. Boah! Was für eine Landung, ey. Wie lange dauert das denn noch? Letzter Angriff. Letzter Angriff? Letzter auf der Waffe. Letzter Angriff. Noch. Letzter Angriff vom Dings. Ersten Angriff. Wahrscheinlich. Letzter Angriff vom ersten Angriff? Nein, Spaß. Das ist der letzte Angriff. Wir haben noch 4 Y-Wings. Die Gegner. Ganze Runde ist die Verzögerung. Mitspielen 5 Euro. Oh mein Gott, DT 29! Leute, ich bin zwar oft gestorben, aber DT 29 dürft ihr mir nicht verübeln, das Video nicht gleich zu disliken, sondern. Oh, ja, aber ein Like tut's auch nicht. Auf einen Hate-Kommentar schreiben, bitte. Hate-Kommentar. Sieg! 70 Kills erreicht! Ja, Leute. Chilliges DT 29 Gameplay. Hat sich der Melonenkopf. Nee. Wie war das? Melonenkopf. Melonentyp gewünscht. Oh mein Gott, ich komme auch rein. Was? Okay, Leute, Dankeschön. Noch ein bisschen besser gewesen. Mit dem Flugzeug. Dankeschön fürs Zuschauen. Und. Bis zum nächsten Mal. Kommentieren, bewerten natürlich nicht vergessen. Ich bin raus, haut rein und bis zum nächsten Mal.